bringt das nicht. Wer würde so etwas kaufen? Geschweige denn essen. Dann guten Appetit. Schlechten Appetit? Bald werden wir es wissen. Dann holen wir sie mal raus. Wir haben hier zwei Sorten. Das ist der Pringles Cheddar Cheese Donut. Dass der in einer Plastiktüte verpackt ist, finde ich schon mal nicht so toll. Auch wenn das ganz nett aussieht und es auch noch ein alternatives Motiv gibt. Und dann die Nummer 2. Der Pringles Choco and Chip Donut. Ein Donut in Plastikverpackung, der andere in Papier. Und so sehen sie dann ausgepackt aus. Okay, also der Pringles Cheddar Cheese Donut basiert natürlich auf den Pringles mit Cheddar Cheese Geschmack. Ach so, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich muss sagen, ich habe da recht niedrige Erwartungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Donutteig mit diesem Käsemix gut schmeckt. Und dann der Pringles Choco and Chip Donut. Also mit feiner Schokolade hat das Ganze natürlich nicht viel zu tun. Ist im Grunde kakaohaltige Fettglasur. Und wie es aussieht, sind dann da die Original Taste Pringles draufgestreut. Generell kann ich mir diese Kombination besser vorstellen. Auf der einen Seite haben wir hier eine orangefarbene Käsecreme und nebenan eine braune Schokocreme-Füllung. Also dann, der Moment der Wahrheit kommt und ich werde mal mit dem Freund Cheddar anfangen. Okay, viel süßer als gedacht. Schmeckt nicht wirklich nach Käse. Immerhin bietet das Käsepulver außen eine salzige Note und somit einen leichten, interessanten Kontrast. Aber der Teig ist süß, die Creme innen drin ist süß. Aber schmeckt an sich okay. Schmeckt wie ein normaler Donut mit Cremefüllung. Ist okay. Okay. So, ich nehme ein Bissen direkt mit der Creme. Man sieht, sie ist ungleich verteilt. Also der Fettgehalt ist enorm. Sowohl von der Glasur als auch der Creme drin. Man sieht, die Chipskrümel fallen einfach ab. Ja, die tragen nicht wirklich viel zum Geschmack bei. Es regnet Chipskrümel. Mein Fall ist es nicht. Also überraschenderweise war der Cheddar Donut besser. Und die Krümel kriegt dann der Flamingo. Oh, danke, sehr gut für dich. Mein Fazit: Der Cheddar Cheese Pringles Donut war besser als gedacht, hat allerdings mit Käse deutlich weniger als gedacht zu tun, funktioniert als Donut mit Cremefüllung. Okay. Der Choco Chips Donut hingegen beeindruckt vor allem durch seine Fettigkeit und die Chips bieten keinen wirklichen Mehrwert. Interessanter als die klassischen Donuts, wenn auch nicht unbedingt leckerer.